Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Ash, wie weit wollen Sie gehen? Wollen Sie als Märtyrerin sterben, um die Ehre Ihres Großvaters zu retten? Das ist nicht fair. Verdammt nochmal, ich kann keine suizidalen Marines in meiner Mannschaft gebrauchen. Kommen Sie drüber weg. Zu Befehl, Commander. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, kommen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Sind Sie sicher, dass es an der Verbindung lag? Mir geht es gut. Ihre Rolle bei diesem Vorgang ist passiv. Ich bin diejenige, die tief in Ihren Verstand eindringen muss. Ich muss mich Ihren Gedanken stellen. Das ist schwieriger, als es klingt. Das menschliche Unterbewusstsein reagiert instinktiv ablehnend auf die Verbindung, Commander. Und bei einer starken Persönlichkeit wie Ihnen ist es noch schwerer. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu erholen. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ja, sehr schön. Da, bin ich ja froh, dass Joker inzwischen Pantomime spricht. Es erfreut mich, wenn meine Crew ihre Fertigkeiten so ein bisschen erweitern hier. Ja, in der letzten Folge mussten wir uns von einem großen Krieger verabschieden, der uns für immer verlassen hat. Ich weiß nicht, wie er hieß, war irgend so ein Salarianer. Caden ist übrigens auch tot. Gut, und wir müssen natürlich jetzt Kontakt mit dem Rat aufnehmen, denn unser Ziel ist Eilos. Auf Eilos befindet sich die Röhre, was übrigens eine total bescheuerte Übersetzung ist. Im Original heißt das Teil, glaube ich, Conduit. Aber na gut.
Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Das eigentliche Problem ist die Sovereign. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht und wir werden die Nächsten sein. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist Realität. Die Reaper sind Realität. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Ich habe Sie bereits früher vor Saren gewarnt. Sie haben mir nicht geglaubt. Und das haben wir jetzt davon. Ich glaube, Sie Menschen haben eine Redensweise, die besagt, dass selbst eine beschädigte Uhr zweimal am Tag richtig geht. Hier ist noch eine andere Redensweise. Fahrt zur Hölle. Vielleicht haben wir uns in Ihnen getäuscht, Shepard. Vielleicht sind die Menschen doch zu impulsiv, um Spectres zu werden. Es reicht. Commander Shepard hat bisher hervorragende Arbeit geleistet. Diese Diskussion ist nur eine Meinungsverschiedenheit. Wir scheinen uns in vielen Punkten nicht einig zu sein, Botschafterin. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Und dann halten wir Händchen und tanzen alle im Kreis. Ja, ja, bla bla. Und ein bisschen Blub dazu. Ich meine, ich kann ja schon verstehen, warum der Rat da so ein bisschen skeptisch ist, aber das so von vornherein so komplett auf, ach nö, ach, das ist doch alles Blödsinn. Vor allem, und ich hoffe, da greife ich jetzt nicht zu weit vor, in Hinblick auf so ein paar Sachen, die wir in späteren Spielen noch erfahren werden. Aber das ist alles, was ihr aus mir jetzt zu dem Thema rauskriegt. Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Ich hätte ja gedacht, dass wenigstens der Tod von Caden hier aus Presley mal irgendeine Art von Reaktion hervorkitzelt. Aber Nebencharakter Nummer 1337 hat wahrscheinlich seine Pflicht getan. Und der Sprecher sollte nicht noch weiter bezahlt werden und so und wie auch immer. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams. Das tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Es gab keine andere Möglichkeit. Die Mission ist wichtiger als ein einzelner Soldat. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. Das wollen wir alle. Wobei gerade jetzt im Hinblick auf die Sovereign und auch auf die Indoktrination die Frage gestellt werden muss, inwieweit Saren wirklich verantwortlich gemacht werden kann für das, was er so tut. Bei der Gelegenheit stelle ich mich erstmal ganz kurz hier hin. Ich muss einen ganz kurzen Schnitt machen. Ich habe nämlich das Autospeichern wieder deaktiviert. Und wenn ich jetzt hier gleich mit dem Fahrstuhl durch die Normandie fahren will, der mir ja regelmäßig abstürzt, dann werde ich vorher nochmal kurz speichern. Moment. Ich will jetzt nämlich nochmal eine Tour durchs ganze Schiff machen. Ich will nochmal gucken, was die einzelnen Leute jetzt zu Würmeier zu sagen haben. Ashley hat garantiert was zu sagen und die anderen vielleicht auch. Müssen wir mal gucken. Hier steht kein Caden mehr. Wird da auch nie wieder stehen, der Junge. Ich habe nur geguckt, ob was in unserem Fach drin ist. So, was wollen wir wetten, dass Dr. Chuck was nichts Neues zu sagen hat? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord? Achso, aber auf Wiedersehen, Commander. Interessiert mich nicht.
Das hatten wir schon. Bla und Blub und Hallo Liara. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Dieses Gespräch haben wir doch schon mal geführt, oder? Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe über Saren nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Er ist zu einem Sklaven der Reaper geworden und erkennt es nicht einmal. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Tschüss. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn bald ist die Folge zu Ende und ich habe noch 4 Leute, mit denen ich reden muss. Oh Gott, 4 Leute? Das schaffen wir doch niemals. Dann überziehen wir doch schon wieder. Ich fahre Fahrstuhl, der fährt so langsam, der Fahrstuhl ist doof. Fahrstuhl ist immer noch doof. Warum muss hier überhaupt ein Fahrstuhl sein? Hätten wir nicht einfach noch eine Treppe hinsetzen können? Hallo Leute. Gut, als allererstes gehen wir mal zu Ashley. Oh, was ist denn jetzt hier los? Oh. Haha, guck mal, Captain Kira hier ist auch da. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Ich werde Lieutenant Alenkos Verdienste hervorheben. Sein Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Er kannte die Risiken. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Captain schätzt die Mission als Erfolg ein. Ich schließe mich seinem Urteil an. Gern geschehen. Viel Glück, Commander Shepard. Danke. Ja, Captain Kirahi. Wir haben ihn tatsächlich gerettet. Wir haben es geschafft. Übrigens noch ein Grund mehr, warum ich Ashley gerettet habe, denn selbst wenn wir jetzt zurückgegangen wären, um Caden zu retten, wären die Salarianer hinterher an Bord des Schiffes gewesen und wurden gerettet, und da stellt sich dann echt die Frage, wie kann es sein, dass das Salarianer-Team gerettet wurde, aber Ashley ist nicht dabei? Ja, also da ist auch so ein Logikfehler, den ich vermeiden wollte in unserer fortlaufenden Erzählung hier. Ja, über so einen Scheiß mache ich mir Gedanken, ist das nicht traurig? Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass sie kommen und wir wissen, was sie vorhaben. Ich habe nicht vor, einfach aufzugeben und zu verrecken, Skipper. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an, dass ich nicht zurückschießen kann. Wegen Lieutenant Alenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Hör mir zu, Williams. Ich habe bei dieser Mission das Kommando. Ich habe den Befehl gegeben. Nein, es ist meine Schuld, dass er tot ist. Ist irgendwie witzig. Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben. Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt, wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Elysium fertig geworden? Ich bin nicht stehen geblieben und habe gelitten, während alle anderen in Gefahr waren. Wir haben viel zu tun, Williams. Wir werden uns später an ihn erinnern. Ja.
Ein guter Kerl wie er ist doch jetzt bestimmt bei Gott, oder? Dann müssen wir auch nicht traurig sein. Er ist jetzt bestimmt glücklicher. Danke für den Rat, Skipper. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wegtreten, Chief. Sir? Ich finde es schön, wie er fragt, ob wir uns unter vier Augen unterhalten können, nachdem wir uns ein paar Minuten mit ihr unter vier Augen unterhalten haben. Es ist, ja, auf jeden Fall ist ihm die Meinung seiner Crew wichtig. So, Rex hat bestimmt auch das eine oder andere zu sagen, schon allein wegen der ganzen Genophage-Geschichte. Das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was sie tun mussten. Ich respektiere ihre Entscheidung. Ich weiß zu würdigen, was sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Ich werde ihn jagen und töten. Um jeden Preis. Diese Art Sprache gefällt mir. Bis dann, Rex. Shepard. Und Garrus hat vielleicht was zu Saren zu sagen. Commander, ich wollte Ihnen danken. Warum? Okay. Aus irgendeinem Grund haben wir gerade keinen Sound. Ich habe viel über das nachgedacht, was sie gesagt haben, darüber, dass die Gefahr sofort... Moment. Das Gespräch, das hatten wir sowieso schon. Das, Ja. Keine Ahnung, was das gerade für eine Nummer war. Ich hoffe nur, dass wir uns mit Tali unterhalten können und dass da nicht auch dieser Glitch ist jetzt, weil ich dieses... Ich habe jetzt die ganze Zeit so ein Knacken auf den Kopfhörern. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hat. Offenbar schon. Gut, dann gehe ich jetzt wieder nach oben. Dann werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Das wird mir nämlich nur ein bisschen... riskant hier gerade. Ich werde das gleich noch abspeichern. Und dann mache ich allgemein erstmal eine Aufnahmepause. Es gibt jetzt noch Codex-Eintrag. Und das nächste Mal müssen wir uns dann überlegen, nachdem wir ja jetzt Therum, Pharos, Noveria und Würmeier abgeschlossen haben, müssen wir uns jetzt, da wir endlich Sarens Ziel kennen, überlegen, wie wir denn am besten nach Ilos kommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und unterstützt Commander Shepard so gut ihr könnt. Wir hören voneinander. Nach diesem Ladebildschirm, der für meinen Geschmack schon viel zu lange dauert. Oh nee, der ist doch jetzt nicht noch abgestürzt, oder? Jetzt, wo ich hier... Och nee. Och Manno. Gut, Leute, dann ist sowieso Schnitt und alles und wir hören voneinander. Bis dann. Citadel-Bezirke. Die Mehrheit der Citadel-Bevölkerung lebt in den fünf riesigen Armen der Citadel, den sogenannten Bezirken. Hier befinden sich die Geschäftsbereiche und Wohnviertel der Citadel. Viele Völker haben ihre eigenen Enklaven in den Bezirken gegründet. Die Bevölkerungszahlen und die Lebenshaltungskosten sind hier extrem hoch, ähnlich wie in den irdischen Städten Hongkong oder Singapur, aber wer will da schon leben? Die Bezirke haben eine vertikal offene Struktur, die aus der die Wolkenkratzer herausragen. Diese Türme sind vakuumversiegelt, denn die atembare Luftschicht wird nur bis zu einer Höhe von 7 Metern aufrechterhalten. Diese Atmosphäre wird erzeugt mit Hilfe von Rotation und Zentripetalkraft und einer Art Membran aus dichtem, farblosen Schwefelhexalfluoridgas, die von den Masseneffektfeldern präzise in Position gehalten werden. Ich bin schon stolz darauf, dass ich das vorlesen konnte. Der Ausblick von den Bezirken ist spektakulär. Im Hintergrund sieht man Sternengebilde wie den Serpentnebel und den nahen blauen Giganten, die Witwe, vorüberziehen, während die Station sich zur Stabilisierung um sich selbst dreht. Davor strahlen fortwährend die Lichter der Gebäude und Fahrzeuge der gegenüberliegenden Bezirksarme. Auf der Citadel gibt es keine echten Tage oder Nächte, während für die politische Arbeit die Standard-Galaxie-Zeit gilt, scheinen die anderen Geschäfte niemals zu schließen.
Die Bevölkerung teilt sich die Zeit zum Arbeiten und Schlafen gemäß ihrer Bedürfnisse ein. Das ist bestimmt ein heilloses Chaos. Es werden ständig neue oder zusätzliche Ausbauten an der Citadel vorgenommen. Aber diese sind an bestimmte Spezifikationen gebunden und dürfen den Betrieb der Citadel nicht stören. So kommt es manchmal vor, dass die Keeper einen Bezirk aufsuchen und dort, ohne Erklärung abzugeben, architektonische Änderungen vornehmen. Die Bevölkerung in den Bezirken hat aber gelernt, mit diesen meist nicht nachvollziehbaren Vorgängen zu leben. Ja, geil. Muss man sich mal vorstellen, da kommt einfach so ein Keeper und dann pflanzt der dir eine Wand mitten in dein Wohnzimmer, aber ist okay, ist ja ein Keeper, der darf das. Das ist genauso ein Chaos, wie dass sich alle ihre Zeiten selber einteilen. Wie das funktioniert, das wüsste ich ja gerne mal, aber na gut. Ja, auch dieser Codex-Beitrag, genau wie der letzte, ist jetzt hier nachträglich in die Folge eingefügt, weil ich ja diesen dämlichen Absturz da hatte. Aber ab der nächsten Folge dürfte das Ganze dann wieder live kommen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal bei Mass Effect.